Ihr habt euch sicherlich schon mal gefragt, wo kommen eigentlich diese ganzen Geräusche bei Hörspielen her? Muss ich die selber aufnehmen oder kann ich die irgendwo kaufen? Dieser Frage gehe ich in diesem Video nach. Einfach dranbleiben. Glück auf und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Daniel von meinem Ohrenkino. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Video möchte ich der Frage nachgehen, wo kommen eigentlich die Geräusche für Hörspiele her? Es ist so, ihr könnt sie natürlich selber aufnehmen. Dazu habe ich ja schon mal einen kleinen Workshop gemacht, wie ihr in euren eigenen vier Wänden Geräusche aufnehmen könnt. Wenn euch aber das Equipment oder auch die Zeit dafür fehlt, habt ihr auch die Möglichkeit, sogenannte Sound Libraries zu kaufen. Und genau um diese Sound Libraries soll es in diesem Video gehen. Ich möchte euch ein paar Sound Libraries vorstellen, die ich selber benutze, die ich euch empfehlen kann. Und zwar gibt es welche, die sind kostenlos bzw. sehr, sehr kostengünstig. Und es gibt welche, die kosten natürlich Geld. Und da möchte ich euch einfach so eine kleine Übersicht geben, was ihr da für Möglichkeiten habt. Ein kleiner Tipp von mir, ihr solltet auf jeden Fall von den Sound Libraries auch den Newsletter abonnieren. In den Newslettern gibt es immer wieder Angebote, wo ihr Special Prizes bekommt, beziehungsweise wo ihr auch kostenlose Angebote bekommt. Bei Boom Library zum Beispiel ist es so, da bekommt ihr einmal im Monat immer einen kleinen, so eine Handvoll Sounds quasi gratis geschenkt als Download. Kommen wir aber jetzt zu den eigentlichen Sound Libraries. Ich würde sagen, wir fangen erst einmal mit den kostenlosen und sehr günstigen Sound Libraries an und steigern uns dann später einfach zu den teuren. Bevor ich euch jetzt die einzelnen Libraries vorstelle, möchte ich euch einmal noch einen Begriff erklären, der euch jetzt garantiert häufiger unter die Augen kommt. Und zwar geht es um Royalty Free. Das habt ihr sicherlich schon häufiger gesehen und fragt euch vielleicht auch, was es ist. Und zwar bedeutet Royalty Free nichts anderes als lizenzgebührenfrei oder auch Lizenzfreiheit. Das darf nicht verwechselt werden mit gemeinfrei, also was dann kostenlos wäre, oder generell darf man es nicht mit einem kostenlosen Angebot verwechseln. Royalty Free bedeutet eigentlich nur, dass man eine einmalige Nutzungsgebühr zahlt und kann dann unbegrenzt nutzen. Das heißt, wenn ihr euch zum Beispiel auch Musik runterladen würdet oder ihr kauft die Musik und da steht, die ist Royalty Free, dann kostet die, weiß nicht, keine Ahnung, 10 Dollar und dann könnt ihr diese Musik nicht nur für ein Projekt benutzen, sondern eben für so viele, wie ihr wollt. Dem entgegen steht natürlich dann die kostenpflichtige Lizenz. Das wiederum bedeutet, dass ihr für jede Nutzung einzeln bezahlen müsst. Das nur im Hinterkopf, damit ihr wisst, was Royalty Free bedeutet. Also Royalty Free bedeutet nichts anderes als einmal bezahlen und dann unbegrenzt nutzen. Dann kommen wir hier auch mal zur ersten Seite, die ich euch vorstellen möchte. Und zwar ist das freesound.org. Diese Seite sollte wirklich eure allererste Anlaufseite sein, wenn ihr ein Hörspiel produziert und dann Sounds braucht, weil hier ist der Vorteil, es sind alle Sounds, die ihr hier findet, sind kostenlos. Ihr müsst dazu einfach nur einen Account anlegen. Das ist also Voraussetzung dafür, dass ihr hier die Sounds runterladen könnt. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr wirklich jeden Sound nicht nur runterladen. Ihr könnt es auch in eine eigene Playlist speichern. Also wenn ihr sagt, ihr habt Sounds gesammelt für bestimmte Zwecke, dann könnt ihr euch so ein bisschen organisieren. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, eigene Sounds hochzuladen und der Community zur Verfügung zu stellen. Ich zeige euch jetzt einfach mal hier so ein paar Beispiele, wie das aussieht. Hier vorne seht ihr immer die Waveform, also da könnt ihr halt schon sehen, ob das eine laute oder eine leise Aufnahme ist. Hier seht ihr schon, ja, das ist relativ leise, hier ist es relativ laut. Dann gibt es noch, hier seht ihr, dass immer so Abstände dazwischen sind, bei der hier. Der Nachteil ist bei dieser Seite, die Sounds sind alle von unterschiedlicher Qualität. Ihr habt unterschiedliche Soundformate. Ihr seht halt hier schon, das hier ist eine Wave-Datei. Ich gehe da mal ganz kurz drauf. Da habt ihr hier so eine schöne große Vorsicht. Und ihr seht schon, zum Download müsst ihr euch einloggen. Hier habt ihr die Informationen, womit das Ganze aufgenommen wurde. Und es kann auch sein, dass es mit einem relativ schlechten Equipment aufgenommen wurde oder der Sound an sich nicht so richtig pralle ist, da müsst ihr euch wirklich mal durchhören. Das Problem hierbei ist einfach, ihr müsst euch die Sounds wirklich anhören und es kann halt wirklich sein, dass viele der Sounds einfach wirklich sich ganz furchtbar anhören oder ganz schrecklich als MP3 runtergerechnet wurden, müsst ihr euch einfach durchklicken. Ist auf jeden Fall eine ganz tolle Sache und ist wirklich eine sehr, sehr große Community, wo ihr kostenlos Sounds runterladen könnt.
Die nächste kostenlose Library, die ich euch zeigen möchte, ist von der BBC. Ich verlinke euch die auch alle unten in der Videobeschreibung, keine Sorge, weil die ist recht lang. Auf der Startseite könnt ihr schon sehen, hier gibt es einige Kategorien, die ihr anklicken könnt. Klicken wir mal drauf und wir nehmen uns jetzt eine, keine Ahnung, hier Footsteps. So, und ihr seht auch schon, genau wie bei freesound.org, habt ihr hier so eine kleine Voransicht von der Waveform, damit ihr euch schon mal, bevor ihr das abspielt, einfach eine Vorstellung habt, wie das Ganze aussieht, ob das laut oder leise ist. Hier hinten steht auch die Länge von dem Clip und ihr könnt euch das dann hier auch runterladen, und zwar einmal als Wave und als MP3. Ein Account müsst ihr euch nicht anlegen, das heißt, ihr könnt einfach wirklich die Sachen runterladen. Was glaube ich nicht geht, dass ihr mehrere Sachen gleichzeitig runterladen könnt, sondern ihr könnt immer nur einzelne Clips hier halt runterladen, was das aber jetzt auch nicht wirklich dramatisch ist. Natürlich habt ihr auch hier eine ganz klassische Suchfunktion hier oben. Ihr könnt einfach eure Suchbegriffe eintragen und dann mal schauen, ob da was dabei ist und dann einfach runterladen. Finde ich wirklich eine sehr coole Sache. Von der BBC, dass sie uns das so zur Verfügung stellt. Und das Ganze natürlich kostenlos. Wirklich super klasse. So. Der nächste kostenlose Kandidat, den ich euch vorstellen möchte, ist bigsoundbank.com. Den jungen Mann seht ihr hier oben, der stellt auch alle seine Aufnahmen kostenlos zur Verfügung. Ihr müsst auch keinen Account anlegen. Und was der alles anbietet, schauen wir uns auch jetzt mal an. Ihr habt einmal die Möglichkeit, hier auf die Kategorien zu gehen. Und da seht ihr schon, da ist auf jeden Fall eine ganze Menge Holz dabei. Dahinter die Zahl bedeutet immer, wie viele Sounds für diese Kategorie zur Verfügung stehen. Dann gibt es hier noch, wenn ihr mal auf All Sounds klickt, habt ihr hier diese schöne Übersicht. Das heißt, hier seht ihr sofort, was für ein Sound das ist. Hier drunter steht, wie lange der Clip geht. Und es gibt auch ein Rating von den ganzen Usern, die sich diesen Sound bereit runtergeladen haben. Was ich auch sehr gut finde, ist, mal abgesehen davon, von dem Layout, was ich klasse finde, als wenn man hier alles irgendwie im Internet ausschneiden könnte, finde ich eine lustige Geschichte, finde ich aber diese Spalte hier auf der rechten Seite, weil hier könnt ihr euch nochmal genau einstellen, was ihr sucht, wonach ihr sucht. Ihr habt die Möglichkeit, Keywords einzugeben. Ihr könnt einen bestimmten Typ angeben. Das heißt, wenn ihr nach Foley Sounds sucht, könnt ihr das hier einfach angeben. Oder wenn ihr nach Voices oder Musik sucht, könnt ihr das hier auch angeben. Dann habt ihr die Möglichkeit zu wählen zwischen Mono und Stereo, je nachdem, was ihr halt braucht. Die Sampling Rate könnt ihr einstellen. Ihr könnt auch hier nochmal die Länge einstellen. Klickt einfach hier unten auf Validate und dann kommen die Suchergebnisse. Insgesamt muss ich sagen, finde ich die Seite ziemlich klasse. Die Sounds sind jetzt auch nicht schlecht. Also ich kann jetzt nicht sagen, die sind ganz furchtbar. Zumal, wenn wir hier draufklicken, könnt ihr sehen, dass er die auch als Wave anbietet und natürlich auch noch in ein paar anderen Audioformaten. Ich würde euch immer empfehlen, nehmt das Wave-Format, weil das ist von der Qualität, sage ich mal, eigentlich immer das, was ihr auch am besten weiterverarbeiten könnt. Es sei denn, sie bieten irgendwelche High-Res-Audio-Formate an, aber das ist auf den kostenlosen Seiten eigentlich nie der Fall. Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich auch jedes Mal eine kleine Spende abgeben. Also ihr könnt hier eine Donation machen. Wenn ihr sagt, Mensch, das finde ich so klasse, dass der uns all diese Sounds zur Verfügung stellt, ich schicke dir mal halt ein paar Euros rüber. Habe ich auch schon häufiger gemacht. Finde ich eigentlich eine ganz gute Kiste. Und insgesamt, wie gesagt, die Seite kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr mal so ein paar kostenlose Sounds braucht. Ein weiterer Kandidat, der seine kostenlose... Ach, die... Das hätten wir jetzt auch. Ein weiterer Kandidat, der seine Sounds unter anderem kostenlos anbietet, ist Free-to-Use Sounds. Hier könnt ihr wirklich verschiedenste Libraries runterladen. Die zeige ich euch auch mal direkt. Auf die Freebies. So. Und ihr seht, das sind die ganzen Bundles, die ihr kostenlos runterladen könnt. Ja, es ist einiges dabei. Klicken wir einfach mal irgendwo drauf. So. Und ihr seht, ihr habt hier noch die Möglichkeit, einmal das Ganze abzuspielen. Das ist wie so eine Vorschau, wo alle Sounds mal abgespielt werden oder eine Auswahl der Sounds. Dann könnt ihr hier dieses Bundle halt kaufen. Und ihr habt jetzt hier die Möglichkeit zu sagen, ich gebe einen Preis an. Also wenn ihr sagt, ja, das ist mir vielleicht 10 Dollar wert, könnt ihr das machen. Ihr könnt aber auch sagen 0 Euro und dann einfach herunterladen. Das mal nur so als Beispiel.
Jetzt zeige ich euch aber nochmal seine Bundles, die er kostenpflichtig verkauft, und zwar seine Premium Sound Libraries, und ihr werdet feststellen, wenn ihr euch hier die Preise mal anguckt, das ist wirklich, also er verschenkt unheimlich viel. Ich selber habe mir dieses All-in-One-Bundle auch schon längst gekauft und muss sagen, es sind von der Aufnahmequalität wirklich unheimlich gut. Gar keine Frage. Der Preis ist auch, also sowas von spottbillig, wo man gar nicht nachdenken muss, sondern hier hätte ich gesagt, kauft euch einfach das, dieses All-in-One-Bundle und damit hat sich die Kiste. Der einzige Nachteil, hier habt ihr noch ein bisschen Werbung, wer Bock hat, kann sich auch hier ein paar coole T-Shirts kaufen. Müsst ihr aber nicht. So. Der Nachteil ist, wenn ihr halt dieses Bundle kauft, der Download-Server, und das sind, also ich rede hier von, also ich meine, das sind über 100 Gigabyte an Sounddaten. Der Download-Server ist ein ganz klein wenig langsam. Das heißt also, ihr müsst wirklich in Einzelschritten die einzelnen Sachen runterladen und ihr könnt nicht sagen, lad mir mal alles runter, weil das haut einfach nicht hin. Da müsst ihr euch tatsächlich dann ein bisschen Zeit nehmen und wirklich alles so peu à peu irgendwie runterladen. Das nur so als Info für euch. Aber ansonsten hätte ich gesagt, für 23 Dollar macht ihr wirklich überhaupt nichts falsch. Es sind sehr viele, ich sag mal, Natursounds dabei, sehr viel Atmosphäre. Er war in zig Ländern und hat da einfach die Atmosphäre aufgenommen. Aber es sind auch so klassische Sounds dabei, die man eben für Hörspiele benutzen kann. Besucht diese Seite, kauft euch dieses All-in-One-Bundle, lohnt sich in jedem Fall. Und wenn ihr sagt, na, wir wollen jetzt erstmal gucken, habt ihr ja immer noch die Möglichkeit, euch hier diese Freebies anzuhören bzw. runterzuladen. Bei dem nächsten Kandidaten bin ich gar nicht so sicher, wie man das ausspricht. Ich glaube, es heißt Festlian Studios. Berichtigt mich, wenn es falsch ist. Gehört auch zu den kostenlosen Kandidaten. Hier habt ihr die Möglichkeit, noch auszuwählen zwischen Royalty-Free Music, was ich eingangs ja erklärt habe, und hier die Free-Sound-Effekte. Da gucken wir uns mal die ganzen Effekte an. Hier habt ihr auch wieder die Möglichkeit, nach bestimmten Tags zu suchen. Hier oben gibt es nochmal so generelle Kategorien. Ich vermute mal, das sind so Favorites, also das, was gerne angeklickt wird. Ansonsten könnt ihr euch hier die Sachen hier anklicken, wenn euch das stört. Man kann sie auch wieder aufklicken. Und wir klicken jetzt einfach mal, keine Ahnung, hier einmal rein. Und ihr seht auch ähnliche Oberfläche, ihr habt die Möglichkeit, es abzuspielen. Hier seht ihr die Wellenform. Was jetzt hier nicht beisteht, ist, wie lange das Ganze geht, ist aber jetzt auch nicht ganz so wichtig. Und es gibt immer zwei Versionen. Die eine ist halt mit Raumhall und die andere ist ohne. Outdoor ist meist, also ist die ohne Raumhall. Richtig. Dann könnt ihr das Ganze hier runterladen. Wenn ihr hier drauf geht, ist das eine ZIP-Datei und da sind dann beide Dateien immer drin. Das Ganze findet dann, glaube ich, als MP3 statt. Also ich glaube, das gibt keine Wave-Dateien, sondern das sind immer MP3-Dateien. An sich muss ich sagen, finde ich die Seite auch so in Ordnung. Auch die Aufnahmequalität ist soweit okay. Hört es euch einfach mal an, probiert es aus und wenn ihr Bock habt, wie gesagt, hier oben könnt ihr das Ganze auch mit einer Donation versehen. Widmen wir uns jetzt einmal den kostenpflichtigen Libraries. Den ersten Kandidaten, den ich euch vorstellen möchte, ist von oder ist SoundSnap. Wie gesagt, hier habt ihr leider keine kostenlosen Downloads, sondern ihr müsst einfach dafür bezahlen. Wenn ihr SoundSnap benutzen wollt, müsst ihr euch einmal hier oben registrieren und einen Account anlegen und dann habt ihr Zugriff auf alle möglichen Sounds. Mal nur so als Beispiel, keine Ahnung, wir gehen jetzt mal hier auf Ambience. So, und dann seht ihr auch hier diese klassische Menüübersicht. Ihr könnt hier den Sound abspielen. Ihr habt eine Vorschau von der Waveform, dass ihr sehen könnt, ist es laut, ist es leise. Hier hinten habt ihr die Länge. Ihr könnt euch das runterladen als MP3 oder als Wave. Leider, wie gesagt, gibt es keine Möglichkeit, die Sachen kostenlos herunterzuladen. Ihr müsst dafür bezahlen, weil es ist ein kostenpflichtiger Anbieter. Die Preise sind aber noch relativ moderat. Schauen wir uns die einmal an. Gehen wir hier auf Pricing. Hier kauft ihr keine einzelnen Dateien, sondern ihr kauft Downloads. Wenn ihr sagt, ja, wir wollen nur mal reinschauen, könnt ihr hier einen kleinen Preis, 15 Dollar bezahlen und habt dann 5 Downloads zu eurer Verfügung. Wenn ihr ein bisschen mehr haben wollt, gibt es das eben als 20 Downloads und ihr seht hier, dass der einzelne Downloadpreis natürlich dann sinkt, selbstverständlich. Oder wenn ihr sagt, nein, nein, ich will auf alles Zugriff haben, dann könnt ihr für 200 Dollar im Jahr, ist das glaube ich,
euch den Account kaufen und habt dann unbegrenzten Zugriff auf alle Sounds. Also wie gesagt, Sounds Snap kann ich euch nur empfehlen, auch wenn es ein bisschen was kostet. Vor allem bekommt man auch wirklich hochprofessionelle Sounds. Da kann man sich wirklich nicht beschweren. Und deswegen möchte ich euch diese Seite auf jeden Fall vorstellen und auch ans Herz legen. Okay, wir bleiben bei den kostenpflichtigen Libraries und kommen zu meinen Favoriten. Da möchte ich euch jetzt gleich nochmal zwei vorstellen und dann sind wir auch schon durch. Und mein erster Favorit wäre die Boom Library. Bei der Boom Library ist es so, da könnt ihr auch verschiedenste Soundpacks bzw. Bundles kaufen. Es sind sehr hochwertige Produkte und ich finde immer noch, dass sie zu einem sehr, sehr günstigen Preis angeboten werden. Da gehen wir mal auf die Effects. Auch hier müsst ihr einfach einmal einen Account anlegen, damit ihr die Sachen hier kaufen könnt. Empfehle ich halt immer, damit ihr auch einen Überblick habt, wenn ihr zum Beispiel mehrere Bundles gekauft habt und nach 2 Jahren wisst ihr nicht mehr, habe ich das jetzt schon gekauft oder nicht oder hier und da. Und da habt ihr immer die Möglichkeit, nochmal reinzugucken. Und ihr seht hier, die haben unheimlich viel im Petto. Alles Mögliche vom Horror über Footsteps, über Cars und weiß der Teufel nicht was. Und die Preise sind, es ist nicht billig, auf gar keinen Fall, das möchte ich nicht sagen, aber ich finde immer noch dafür, was ihr da bekommt, es sind wirklich sehr hochprofessionelle Aufnahmen in einer wirklich sehr, sehr guten Qualität und dafür kann man wirklich nichts sagen. Gucken wir uns einfach mal an, was in so einem Bundle drin steckt. Wir nehmen hier Magic, das klingt doch toll. So, dann könnt ihr hier einfach nochmal auswählen. Das hier ist immer so Designed und Construction Kit. Das eine ist halt, das Designed bedeutet schon, dass es irgendwie in so einem Klangteppich mit eingebaut ist und das Construction Kit ist halt wie so eine Rohdatei von den Sounds, wo ihr euch selber noch was zusammenstellen könnt. Ihr seht hier, gibt es auch mal so kleine Preisunterschiede und wenn ihr das Bundle nimmt, wo beide enthalten sind, gibt es auch nochmal ein bisschen Rabatt, also müsst ihr einfach mal gucken. So, dann gucken wir mal hier, What's Inside. Hier habt ihr eine ganz kleine Übersicht, was tatsächlich in diesem Ding drin steckt. Einmal natürlich wie immer eine Audio-Vorschau. Auf der rechten Seite hier seht ihr, also ihr kauft da auch mal eben über 3000 Sounds und das Ganze hat irgendwie 11 GB, also das ist auch wirklich eine Wucht. Und das Ganze kommt hier als hochwertiges WAV-File, 24-Bit mit 96 Kilohertz. So, zusätzlich gibt es noch die Info, bei Content Info, das ist eine Übersichtsliste, wo alle Sounds nochmal separat aufgeführt sind. Dann gibt es hier noch also weitere Bundles, die ihr euch dann kaufen könnt. Also ich muss sagen, diese Seite, da bin ich öfter unterwegs und schaue mal, ob da irgendwelche Angebote sind. Deswegen möchte ich euch diese Seite ganz besonders ans Herz legen, weil die gehört auf jeden Fall zu meinen absoluten Favoriten. Kommen wir dann zu unserem letzten Kandidaten in der Runde, Sound Effect. Auch Sound Effect gehört ebenfalls zu meinen absoluten Favoriten, weil ihr eben auch hier unheimlich viel Bundles und Soundpacks bekommt und das alles zu einem wirklich moderaten Preis. Ich empfehle euch, ich glaube, ihr müsst sogar auch einen Account anlegen, um da was kaufen zu können. Solltet ihr auf jeden Fall machen, damit ihr bei euren Käufen auch immer die Übersicht behaltet. Schauen wir uns aber mal an, was der so im Portfolio hat. Es gibt natürlich neben Instrumenten und Plugins, das heißt also, ihr könnt auch für eure DAW und so weiter irgendwelche schöne Plugins kaufen oder Instrumente, Synthes kaufen, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, Sound Libraries zu kaufen. Und dann schauen wir uns da mal an, was es da so gibt. Das sind so hier die klassischen Genres, die ihr euch auswählen könnt. Und schauen wir mal jetzt hier einfach mal rein, bei was gibt es denn bei Human? So. Die Cover finde ich oft nicht ganz so gelungen. Die sind ja teilweise nicht so richtig geil, aber es geht ja auch mehr um den Inhalt. Und ihr seht hier, dass die Preise wirklich auch, finde ich nach völlig okay sind, weil ihr bekommt ja auch eine ganze Menge dazu. Ihr seht da oben drüber immer, was ungefähr drin steckt, also wie viele Sounds da drin sind, wie viele Minuten das insgesamt sind. Hier ist der Preis und jetzt gucken wir uns einfach das Ding mal an. Hier bekommt ihr dann eine kleine Übersicht, was in dem Bundle drin steckt. Dann gibt es natürlich immer wieder hier so eine Audio-Vorschau. Dann ist hier eine Übersicht, was alles da so grob drin steckt. Und hier habt ihr dann auch die Information nochmal konkret,
was hier angeboten wird an Audio-Files. Ihr seht jetzt hier mit 96 Kilohertz 24 Bit. Dann gibt es noch zusätzlich so eine Soundliste. Das heißt, die könnt ihr euch im Vorfeld angucken. Finde ich auch immer eine gute Sache. Wie gesagt, Soundeffekt gehört einfach mit zu meinen Favoriten. Deswegen wollte ich euch auch Soundeffekt unbedingt einmal vorstellen. Das war's auch schon wieder mit diesem Sound Library Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und natürlich, wenn ihr einen Like da lasst. Ihr könnt mir in den Kommentaren auch gerne schreiben, welche Sound Libraries ihr noch kennt oder welche ihr benutzt oder welche ihr empfehlen könnt. Würde ich mich auch auf jeden Fall sehr darüber freuen. Dann bleibt mir noch zu sagen, habt Spaß, hört Hörspiele und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!